Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es gut. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir heute den guten Hagen und den Max an meiner Seite im heutigen Autoquiz in der Sonderedition Soko Autoposer. Spezialgebiet. Darf ich euer Spezialgebiet? Ich will gucken, ob ich da überhaupt eine Chance haben werde. Hinter der Kamera haben wir heute den Quizmaster. Auch Max. Auch Max. Und ich bin mal gespannt, wer gleich hier so abschließen wird. Aber was machen wir jetzt genau hier, Max? Wir machen einen Autoquiz, Autoposer-Edition. Ich sage dann vorlesen, Hochdeutsch. Ich muss erstmal reinkommen. Du hast hier einige Fragen mitgebracht, die du nach deiner Aussage noch nicht kennst. Natürlich, ich kenne die nicht. Jeder sagt immer, ich würde die schon kennen. Natürlich kennst du die nicht. Macht ja auch keinen Sinn, dass du die kennen willst, wenn du sie mitbringst. Ja, macht gar keinen Sinn, ne? Aber wurden natürlich vom Quizmaster Jan wieder erstellt und yay! Ihr seht, die Leute jetzt sind motiviert. Wer am wenigsten Punkte kriegt, muss morgen Marius zu seinem Elektroauto bringen, dass wir 10 Kilometer weiter parken mussten, ja. Damit ja, er morgen wieder Strom hat. Ja. Und wenn du verlierst, läufst du. Oh, scheiße. Hier. Ich bin drin. Ja gut, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los, bevor noch mehr schlimme Dinge kommen, ja? Okay, als erstes müsst ihr einen Sound erraten. Also auf den Buzzer hauen. Also auf den Buzzer hauen, ja. Also was heißt Motor oder Modell? Wenn ich jetzt sage zum Beispiel... Geht ums Modell. Geht ums komplette Modell. Alter, da bin ich richtig schlecht drin. Digga, das ist voll Cheat, Mann. Ich sehe das Auto da. Nissan GT-R. So viel dazu. Ja, ich würde es nur der Fairness halber sagen. Nicht sehr fair von dir, Max, muss ich sagen. Gut, also. Ja. War es ein Nissan GT-R? Ja. Gut, da hat es die erste Frage ja erübrigt. So ein Ding nämlich. Wunderschön. Ich glaube, die Kamera hat gerade meinen Bauchnabel gefunden. Ja, das ist schön. Ist doch Top-Qualitäts-Content hier wieder für RB Engineering. Man merkt direkt, bei euch, da geht die Qualität nach unten, ne? Ja. Wie war's? Wo wolltest du nochmal schlafen heute? Ja, ach, ich sag gar nicht. EQC, der 10 Kilometer hier weg. Ja, ich lauf dann dahin und schlaf da drin. Also, der Nissan GT-R ist bekanntlich ein sehr beliebtes Tuner- und Poser-Auto. In den USA züchteten die Jungs von Alpha Logic einen GT-R sogar auf 3000 PS hoch und knackten mit diesem den Weltrekord für die schnellste Viertelmeile. In wie vielen Sekunden schaffte der 3000 PS Nissan GT-R die Viertelmeile? Viertelmeile. Maschallah. Ich hab keinen Plan. Also, ich weiß nicht mal, was so ein ML auf Viertelmeile läuft, okay. Oder... Ein C3? Ein C63. Habt ihr? Okay, wer fängt an? 5,8. 7,3. 13,4. Ja! 13,4. 6,6 Sekunden. Was hast du? Was hast du? 5,8, du hast? 7,3. Fuck, du bist 0,1 näher dran. Yes! Knappes Ding. Knappes Ding, aber Respekt. Also 1-0 für mich. Respekt. Ja. Es geht direkt mit einer Schätzfrage weiter. Über ein solches Gefährt auf der Straße würde sich die Soko Autoposer, die seit 2017 in Hamburg unterwegs ist, sicherlich freuen, denn diese könnte man direkt von der Straße ziehen. Frage: Wie viele Autos hat die Soko Autoposer aus Hamburg bereits aus dem Verkehr gezogen? Also seit 2017 quasi. Stand April 2019. Okay. April 19, und das heißt anderthalb Jahre im Dienst. Ja, rausgezogen oder stillgelegt? Aus dem Verkehr gezogen. Aus dem Verkehr. Weiterfahrt untersagt. Ja, Weiterfahrt untersagt. Oh, schwierig, das wird wieder eng, glaube ich. Die Frage ist, bist du mit in der Statistik oder nicht? Ja. Nein. Oder bist du nein, bin ich nicht, nee, nämlich hier fürs Kollege, Protokoll. Kollege, das ist mich jetzt hier anschwärzen oder was, nur weil ich angehalten wurde. Hey. Es ist alles gut. Mängelschein und dann durfte ich weiterfahren. Ja, die geben sogar eine Mängelkarte raus. Ja, aber nur an Hagen. Aber nur an, an nette ganz Mitmenschen. Typ war. Ganz nette Mitmenschen. Was du merkst? 200. Was? 600. 958. Nee, niemals so viel, niemals. 900. Ich hab gewonnen. Real Talk, ne? 1300. BAM! Das Ding nämlich! 1300. Was? Stillgelegt. Niemals! Jungs, niemals! Ich weiß, dass sie in den ersten 3 Monaten schon über 300 hatten. Niemals! Doch. Ach so. Digga, was haben die da? Wie können die das denn alles abschreiben, ja. Digga? Ja, alles eingezogen. Gutachterleben muss sich lohnen in Hamburg. Das ist jetzt zu krass. Also, halt dich ran, Max. Also 1-1 steht es jetzt, ja? Ja, nächste Schätzfrage auch zu dem Thema. Natürlich. Wie viele dieser Autos wurden wegen Lärmverstößen aus dem Verkehr gezogen? Prozentual jetzt, oder? Nö, Anzahl. Und wie viel war gerade eben die Zahl? Ja, musst du dir gemerkt haben. 1300? Okay, ich fange dieses Mal an. Mhm. 1111. Nee, Digga. 800. 1200. Was? 400. Hä? Digga, nur 400? Jetzt langsam checke ich gar nichts mehr. Ich hab die wegen was ziehen die denn dann raus? Wegen zu tief oder selten oder so? Ja, wegen allem. Die legen... Nein, das kann jetzt wirklich, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Nee, kann nicht sein. Kann nicht ganz sein. Ganz ehrlich, sie schleppen nicht 1200 Leute ab und 800 Leute davon wegen nicht eingetragener Felgen. Denk mal nach. Denk mal nach.
Niemals. Ich glaube nur einer Statistik, die du selbst gefälscht hast. Ja, real talk. Ja. Der ist kompletter Schwachsinn. True, true. Kompletter Schwachsinn. Keine Ahnung. Das soll, da soll mir mal jemand die Quelle geben. Max, ja, der Systemkritiker. Ja. Da haben wir Alu hier. Illuminati Konfirm. Mach mal so mit diesen Dreiecken. Ich werde mir mein Alu gut holen. Das ist ein Brötchen. Gut, ich würde sagen, nächste Frage, oder? Ja, ihr müsst ein Auto erraten anhand eines Bildes. Aber stopp, wenn Max, wenn du es jetzt umriechst, sieht Max sehr schneller. Dann Augen zu. Ich werde auf jeden Fall nicht... Oder wir machen einfach Augen zu und du sagst dann go. Also Quizmaster, da hätte man ein bisschen besser vorbereiten können, muss ich an dieser Stelle machen. Ich habe das bisher nicht vorbereitet. Ihr kommt hier rein, drückt mir ein Bier in die Hand und zeigt mir... Sagst du, wenn wir können? Wir können. Drei, bitte. E46. Ey, du musst drücken, ne? Was? E46, M3. Ja, M30. Du musst doch da draufhauen. Wieso das denn? Hat noch keiner gesagt. Das hat's jetzt aber, also ganz ehrlich, Quizmaster. E46 gesagt, Digga. Ich hätte so gezeigt. Chat, was sagt ihr? So hätte ich's gezeigt. Ich soll auf die Scheinwerfer suchen. Also ich hab E46 gesagt. Ja, was ist ein M3? Ja, das erkennt doch jeder. Ist doch in E46 M3. Ja, aber... Er war beide richtig, aber er war näher. Der ist geschehen. E46 ist doch kein Modell. Natürlich ist es das Modell, die Modellreihe. Komm, geschenkt. Also das will ich hier nochmal in den Kommentaren stehen haben, wer jetzt hier, wem jetzt hier der Punkt zusteht. Da muss ich nämlich sagen, bin ich jetzt auch... Also gerade wenn es ums Thema BMW geht, ne? Ja. Ja, das ist so hier ganz dünne Luft im Clubhaus. Du bist ja der Spezialist, was BMW angeht. Ja, hier, ne? Ich muss halt erstmal meinen Wirkreiz unterdrücken. Du warst einfach in Schockstarre. Komm, das ist Digga, was? Trauma, traumatische Erfahrung mit dem Scheinwerfer. Okay, es geht wieder um Schnelligkeit. Diesmal lese ich nach und nach Attribute eines Autos vor. Ihr müsst euch jetzt mit der Klingel da annehmen, ob ihr da drauf habt. Wir hauen da drauf. Okay, wir hauen da drauf. Du sitzt zwar am nächsten. Okay. Also, ich fange mal an. Okay. Deutscher Hersteller. Mhm. 350 Newtonmeter Drehmoment, 1351 Kilogramm Gewicht. Bin ich schon raus zu wenig. Ja, okay, ich habe überhaupt keinen Plan. 37.355 Euro Startpreis. 6,5 Sekunden auf 100. Digga, hat das noch was mit Soko Poser zu tun, wenn wir in den Preiskategorien hier schon rumraten müssen? 162 Kilowatt Leistung. Baujahr 2013 bis 17. Golf 7R. Nee. Minuspunkt. Schreibt ihr Minuspunkt auf. GTI Performance. Nee. Damit gleich hier, jetzt hast du zwei. Also ich musste gerade auch daran denken tatsächlich, ne? Aber ich habe mich verkniffen, weil ich dachte mir, 160 kW sind zu wenig. 160 kW sind doch 200... Aber 80 PS. Aber eine R hat doch 300. Also du hast jetzt ein bisschen eine scheiß Antwort gestellt, weil... Ich glaube, ich weiß was. Oder ist. Jeder darf jetzt noch zweimal raten und dann einigen... Oder dürfen wir beide irgendwas raten einfach? Na, mach. Okay, ich sag Golf GTI. Also Golf 7 GTI. Ja. Und dann die Performance haben mehr Leistung, deswegen. Weil es gibt vom GTI, das Standard-GTI hat glaube ich 220 PS oder so. Und ja, der GTI hat auf jeden Fall nicht 160 PS. KW. Ja, nicht 160 kW, der hat weniger. Ich hab die Frage nicht gemacht. Nein, die können so ausrechnen. Rechnen aus. Rechnen es aus. Oder guck mal KW. Google mal. Der GTI hat doch 230 PS oder so. Kommt wie viel waren es? 160? 160? 160 kW. 162, nein, mal 1,36 sind 220. Der Standard GTI hat 220 PS. Echt? So wenig? Ja. Punkt an Marius. Minuspunkt an mich. Ist auch nicht mein Metier, Leute. Was hast du dazu? Ich stelle meinen Content nur weg vom Auto. Dann kann ich mich nicht identifizieren mit irgendwelchen GTI-Performance. Machst du da 2 PS mehr und dann so 220 PS. Der Performance hat dann aber 245 und knallt ein halbes dB lauter. warum bringt der Junge eine Klingel mit? Er ist ein Draufhauen. Ja, gut, macht Sinn. Also ich spiele mal die ersten 10 Sekunden ab. Klingt wie ein scheiß Soundgenerator, Alter. Wer gibt denn so komisch Gas? Der soll mal Last geben. Wer gibt denn so Gas? Gibt's noch mehr? So? Es gibt noch einen zweiten Abschnitt wahrscheinlich. Okay, okay. Das kann eigentlich nur eins sein. Ja.
Wenn er jetzt wieder mit so einem M3 kommt, nein, verlassen nein, den Raum. Nein, CL500. Nee, ja, keine Ahnung. Niemals. Keine, hä, Digga, das war, also das war auf jeden Fall ein Biturbo V8. Glaubst du? Ja. Ja, auf jeden Fall begrenzt. 630 PS. Oh, war es ein V12 Biturbo? Ja, war es ein S65 oder sowas? S65? Wenn es Mercedes ist, kann es einzig was sein kann. S65, CL65. Hast du gerade noch 500er gesagt? Ich weiß, ja, aber ich meine von der Leistung her. Minuspunkte raus, indem ihr hier Tipps abgebt. Ich habe nur einen Tipp abgegeben, ich gebe einen Minuspunkt, also bitte. V12 Biturbo. Ja, dann bin ich raus. Ja, das ist ein S65. Oder ein CL65. Willst du noch mehr Tipps abgeben? Ja, S65 gibt es nur als AMG, ne? Ja, ja. Ja, dann ist es ein S65 AMG. Ja, ich weiß nicht, ob es noch einen. Keiner Punkt. Man hat meine Statistik sehen, wie viele davon bei so Popola waren. Davon gibt es ja erstmal gar nicht viele. Ne? Ja, ich keiner. Keiner von den 200 stillgelegten. Es geht weiter mit einer Quizfrage mit drei Antwortmöglichkeiten. Bei solchen Autos, wie dem S95 AMG, läuft den Kollegen der Soko Autoposer das Wasser im Mund zusammen, denn in den Fahrzeugpapieren ist bestimmt etwas nicht eingetragen. Die Rede ist von den Fahrradkops aus Köln. Also die Kollegen der Soko. Ah ja. Fahrradkops aus Köln. Seit 10 Jahren sind sie dort bereits unterwegs und bringen Verkehrsrowdies zum Stillstand. Frage, wie heißen die berühmt-berüchtigten Fahrradkops? A. Lehmann und Mertens. B. Jochheim und Mertens. C. Lehmann und Jochheim. C. Hä? Es geht nicht um Stimme. Was? Und das ist B. Du musst aufschreiben. Also, ihr könnt auch umdrehen, ich hab schon. Hä? Ich sag, du hast A, B, C? Ja. Quatsch, warte. Doch, ich hab B. Das ist B. Ja. Jochheim und Mertens. Digga, das sind doch Legenden. Ich dachte, Mertens ist der in Hamburg, Digga. Nein. Wer ist der denn? Mertens weiß ich nicht. Mertens, hier in Hamburg ist Hensch, Digga. Ah, Henschi! Mein Lieber, sorry, Alter. Lang nicht gesehen, Bruder. Stell mal vor, du redest ihn mit Jochheim an oder sowas. Ja. Henschi bei uns so. Moin, Herr Jochheim. Aber du bist doch der Mertens, oder? Kenn ich von YouTube. Hast du mal mit dem Fahrradhelm sonst auf da in Köln gehabt? Steuert das raus. Eine Schätzfrage. Wenn wir über Autoposer sprechen, muss Mercedes AMG natürlich auch erwähnt werden. Jahrelang waren AMGs die Lieblinge der Autoposer. Doch 2019 konnte sich die Performance-Marke M von BMW bei den Absatzzahlen vor den Affalterbachern positionieren. Echt? Das? Krass. Wie viele M-Fahrzeuge wurden 2019 weltweit verkauft? Weltweit? Oh mein Gott. Ist... Oh Gott. 2019. Mhm. Warum denn immer dieses BMW? Okay, das ist aber... Ja gut, dann schätz mal. Digga, Jungs, Mann, also... Mach. Okay, warte, ich muss mal... Du schreibst gerade bei WhatsApp mit einer Alten. Nein. Sag. Ich habe 200.000 einfach aufgeschrieben. 200.000? Ich habe 145.000. Niemals, Digga, 40 habe ich geschrieben. Es wurden 2019 135.825 M-Fahrzeuge verkauft. So sieht's aus. Wie viel hast du gesagt? 145.000. Was? So viele? Lost. Was hast du da so? Lost, sein Vater, Digga. 145.000. Wie kann man sich denn bewusst für ein M-Modell entscheiden, wenn es auch AMG gibt? Ja auch, ja. Aus welchem Dings stammt die Statistik? Aus welchem Jahr? 2019. Da war OPF schon, ne? Mhm. Würde das irgendeinen großen Unterschied machen? Doch. Dann hast du jetzt da einen einstelliger Prozentbereich, die sich darum entscheiden, würde ich sagen. Der Analytiker. Ein prozentiger Prozentbereich. Oh Mann. Marius sagt dir schon gar nichts, wenn es am eigenen Video... Ich sag schon gar nichts mehr, weil ihr redet einfach nur irgendwas immer so, was labern die da? Fühlst du dich jetzt angegriffen, Hagen? Nein, alles gut. Ich hab so ein scheiß Ding von den Erdnüssen gehabt in den Zähnen die ganze Zeit schon. Wie kann man denn so lange brauchen für 5 Fragen, Alter? 10. Ja, na, im Video wahrscheinlich die ganze Zeit durch den Vollspaß, weil ich die ganze Zeit mit meinem Zahn so... Hier wieder mein Bild, ihr müsst die Augen zumachen, damit keiner früher sieht. Go. GLE. Achso, nee. Nein, doch nicht. Porsche Cayenne. Ja, ist kein Cayenne, Digga. Während das ein Porsche ist, kenne ich mich damit gar nicht aus. Ja, ich weiß, was das ist, aber ich habe keinen Plan, wie es heißt. Lul. Ja, same. Ja, es ist leider wieder kein richtiges Modell. Bist du jetzt von mir Cayenne Turbo S? Cayenne Turbo S. Cayenne Turbo S. Ich hab's doch gesagt gerade, Digga. Ja. Mashallah, Digga. Also ich fand, also in der Stelle hätte ich jetzt mal wieder gesagt, Cayenne ist das Modell. Ah, es ist ein Cayenne Turbo P. Ich wollte gerade sagen, eigentlich muss da ja noch Coupé ran. Ja, okay, Cayenne Coupé hätte er nicht sagen müssen. Aber selbst wenn wir jetzt Marius einen Strich hier abziehen, hat er immer noch 2-1 gewonnen. Und damit herzlichen Glückwunsch, mein Lieber.
Sei dir gegönnt. Ja, danke. Auswärtssieg an dieser Stelle. Auswärtssieg, ja. In Hamburg mal. Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein bisschen Spaß, auch wenn BMW-Fragen dabei waren. Mega. Die Statistik von der Soko Puzo will ich nochmal sehen. An den Quizmaster. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas sagen? Wann fährst du morgen? Wie, wann fahre ich morgen? Joke. Ja, gleich viele Punkte, ne? Das hat keiner richtig gewonnen. Doch, Marius hat gewonnen. Ja, Max ist noch ein Verlierer. Wir teilen uns den zweiten Platz. Zum EQC. Ja, ich muss ihn ja eh fahren, wenn wir morgen den Test machen. Zu Test. EQC gegen ML. Seid gespannt auf das nächste Video. Double Peace an die Hater und an die Fans. So, dann würde ich mal sagen, erstmal danke, dass ihr hier wart. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die beiden Kollegen mal wieder hier sehen wollt. Ich hoffe, ihr wollt nicht, ne? Nein, doch, wir sind da. Checkt auf jeden Fall noch die beiden Kanäle von den Kollegen hier auch ganz oben in der Videobeschreibung ab. Und dann würde ich noch sagen, Glocke aktivieren und abonnieren nicht vergessen. Und ciao. Das ist oh, sorry, Auto. Digga. Das war echt mega assi, Mann. Ey, passt doch zu euch. Ich hab's mir gedacht schon, dass es so wäre. Um ehrlich zu sein, bin ich einfach ein richtig schlechter Verlierer, Mann. Echt? Ja. Ja. So was also, ich habe ja noch gegönnt am Ende. Ja, ich habe ja noch gegönnt. Ich hätte hier auch zweimal. Auf jeden Fall, wenn du was richtig habt, ja. Oh, man kann so perfekt. Wisst ihr, das, was nach dem Auto kommt auch mal ins Video mit rein, ne? Ja, so.